die Limes Faro Vollkalender Chronograph. Eine Uhr, die vom Stil her eigentlich überhaupt nicht meins ist, aber mich vollkommen geflasht hat. Ich finde sie wunderbar und könnte mir durchaus vorstellen, auch einmal eine solche Uhr zu kaufen. Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um die vierte Uhr aus meiner 6 Videos umfassenden kleinen Serie der Uhren aus dem Hause Ikler, namentlich der Marken Limes und Archimede. Und heute die Uhr, die Limes Faro Vollkalender. Ich zeige sie euch mal. Das ist eine Uhr, die ich niemals auf meinem Radar gehabt hätte, weil sie mir an und für sich eigentlich viel zu klassisch ist mit den römischen Zahlen und die Gestaltung, die Breguet-Zeiger. An und für sich nicht mein Ding, aber als ich sie in Händen hatte, war ich restlos begeistert und selbst meine Frau sagte, so eine Uhr hast du noch nie gehabt und wenn du noch mal eine kaufst, kauf doch mal sowas und nicht immer das Gleiche. Wenn das mal keine Aussage ist, ich freue mich irrsinnig, sie euch zeigen zu können. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, wie ihr die Uhr seht und lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr keines zukünftigen Videos verpassen möchtet. Und jetzt direkt zur Vorstellung. Die Limes Faro Vollkalender Chronograph. Eine Uhr, die vom Stil her überhaupt nicht mein Beuteschema ist, dafür ist sie viel zu klassisch angelegt. Aber als meine Frau sie zum ersten Mal sah, sagte sie, ich glaube, das wird deine nächste Uhr, die gefällt dir, oder? Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber sie gefällt mir unglaublich gut. Ich finde sie wahnsinnig toll gemacht und eine wirklich schöne Uhr, obwohl sie so klassisch ist. An meinem 17 cm Handgelenk macht sie mit ihren 40,5 mm Durchmesser einen hervorragenden Eindruck und fühlt sich am Handgelenk an, als wäre sie für mich gemacht. Also ich finde sie wirklich klasse, sie trägt sich super angenehm. Ich finde, sie sieht am Handgelenk ganz, ganz toll aus und ich freue mich, diese Uhr im Video euch etwas näher zu bringen. Der Limes Faro Vollkalender Chrono hat verbaut das ETA bzw. Valjoux 7751 in der Top-Ausführung. Das Werk ist dekoriert mit Genfer Streifen, mit gebläuten Schrauben und wo haben wir es? Einige Brücken sind mit einer Perlage verziert. Insgesamt ist die Rückseite der Uhr wirklich sehr, sehr schön und für sich genommen schon ein Hingucker. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40,5 mm bei einer Bauhöhe von 14,3 mm. Das gesamte Gehäuse einschließlich der Kannelierung ist poliert. Das Saphirglas auf der Front ist ganz leicht gewölbt und das Saphirglas auf der Rückseite ist plan. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht bzw. 50 Meter und das Besondere dieser Uhr ist klar das Ziffernblatt mit der Clou de Paris Giochierung als Hintergrund des Ziffernblattes und der Sonnengiochierung auf den Totalisatoren bzw. der kleinen zentral mitlaufenden Sekunde und der 24-Stunden-Anzeige. Die Zeiger, sowohl das Zeigerdatum als auch die Zeiger der Stoppfunktion oder der 24-Stunden-Anzeige sowie die Breguet-Zeiger der regulären Zeitanzeige sind im Hause Ikler hergestellt und auch dort selber gebläut. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Lug-to-Lug war nicht angegeben und angesichts des voll polierten Gehäuses wollte ich da mit meiner Metallschieblehre auch nicht rangehen.
aber die Hörner sind relativ kurz, die Bänder sind sehr nahe am Gehäuse. Das gesamte Gehäuse hat 40,5 mm, sodass ich vermute, dass Lug-to-Lug um die 48 mm oder darunter liegt. Ähnlich wie bei der Kyros ist die Kannelierung komplett um die Uhr angefertigt. Das heißt, der Raum zwischen den Hörnern ist nicht ausgespart. Und das, finde ich, wertet die gesamte Uhr deutlich auf. Ja, was sind die Besonderheiten an dieser Uhr? Zum einen, als meine Frau sie zum ersten Mal gesehen hat, hat sie sofort gesagt, das ist doch mal eine schöne Uhr. Sowas hast du noch nicht. Also, wenn du willst, meine Freigabe hast du. Das passiert nicht so häufig und insofern ist das schon mal eine sehr deutliche Aussage. Was mir persönlich sehr gut gefällt und was ich tatsächlich noch nicht habe, ist ein Vollkalender und auch kein Zeigerdatum. Ihr seht hier den kleinen roten Halbmond auf der 17, das heißt, wir haben den 17. Und zwar haben wir Freitag, den 17. im Juli. Naja, gut, nicht ganz, aber das zeigt halt die Uhr gerade an. Dann haben wir noch eine Mondphasenanzeige, die könnt ihr hier auf der 6-Uhr-Position sehen. Wir haben eine 24-Stunden-Anzeige. Das ist keine zweite Zeitzone und keine GMT-Zeit, sondern nur eine zweite Zeitzone. Was ich persönlich aber sehr hilfreich finde bei der Einstellung einer Vollkalenderuhr, um zu vermeiden, dass die Uhr in der falschen Zeit gestellt und dadurch beschädigt wird. Beim ersten Blick auf die Uhr habe ich gedacht, ach schade, römische Zahlen, ich bin kein großer Freund von römischen Zahlen. Hier sind die Zahlen aber sehr klein und dezent, sodass sie insgesamt nicht so prominent auffallen und ich finde, sie passen auch sehr gut zu der Uhr. Was ich auch sehr gut finde, ist, die römischen Zahlen sind auf einem mattierten Außenring angebracht und das innere Ziffernblatt glänzt und changiert mit der Guilloche, mit dem Clou de Paris bzw. der Sonnenguilloche. Und das gibt alles in allem einen wunderschönen Wechsel des Lichts und des Farbenspiels. Die gesamten Zeiger sind wie gesagt bei Limes in-house hergestellt und gebläut, was ich sehr schön finde. Und jetzt versuche ich mal etwas einzufangen, wo ich nicht weiß, ob es klappt. Doch hier sieht man es ein bisschen. Es ist ein extrem kleines Detail und trotzdem ist es mir aufgefallen und ich finde es erwähnenswert. Außerhalb des Rings mit den römischen Zahlen gibt es den Ring mit den Minutenpunkten und jeder fünfte Minutenpunkt ist ein kleines bisschen erhöht und appliziert. Das heißt, die Punkte zwischen den vollen 5 Minuten sind aufgemalt mit Farbe und der jeweilige 5-Minuten-Punkt ist mit einem kleinen silbrigen Punkt, ob es wirklich silbern ist, weiß ich nicht, deutlich markiert. Finde ich bemerkenswert, sehr schön. Ich denke, es wäre nicht nötig gewesen, weil die römischen Zahlen die 5-Minuten-Positionen ja deutlich anzeigen. Sehr schön gemacht. Ja, ich habe euch versprochen, zu den Uhren, die ich präsentiere, Nightshots zu machen. Ich werde das Versprechen einlösen, auch wenn es in diesem Fall die Vollkalender ist, die zweite von rechts, eine ziemlich dunkle Veranstaltung wird. Es gibt keine luminisierende Farbe, es gibt keine Leuchtkraft, nichts. Ja, welche Varianten gibt es zu dieser Uhr? Es gibt diese Uhr auch mit schwarzem Ziffernblatt. Sowohl diese Variante mit dem silbernen Ziffernblatt als auch mit schwarzem Ziffernblatt kosten am Lederband 2680 Euro Stand April 2020. Eine Stahlbandvariante gibt es nicht. Welche anderen Modelle gibt es zu der Uhr noch? Es gibt aus der Faro-Serie noch
die Variante mit kleiner Sekunde ohne Datum. Es gibt eine Variante mit Großdatum und Gangreserveanzeige sowie eine Variante mit Tag- und Datumanzeige, jeweils in Silbern und Schwarz. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eure Gedanken zu der Uhr in den Kommentaren, lasst einen Daumen nach oben da. Falls noch nicht geschehen, könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren und schickt das Video an Freunde, Verwandte, Bekannte, Kollegen, die vielleicht auch Interesse an der Uhr haben könnten. Freut euch auf die nächsten Videos und bis dahin, euer Axel.